So Leute, der Test hat funktioniert. Dann kann es auch schon losgehen. So, wie versprochen, geht es heute mit den Pflanzenzuchten weiter. Es gibt heute einiges, was wir zusammen machen, aber das machen wir jetzt Schritt für Schritt, damit ihr halt nichts davon verpassen könnt. Und ja, willkommen zurück hier. Ich bin Nikos Pflanzenreich, wer mich noch nicht kennt. Ich mache es sehr, sehr gerne YouTube-Videos über Pflanzen, obwohl ich eigentlich nie, na, wie ihr sehen könnt, also anders angezogen bin, aber das ist meine große Leidenschaft. Und damit ihr mich noch besser hört, habe ich hier Bluetooth-Hörer, also sozusagen die verbinden sich mit dem Telefon und machen meine Stimme klarer und besser, also dass man mich besser hören kann, auf weiter Entfernung, so bei 10, 15 Meter oder so, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Da sind wir schon mal einen ganzen Schritt weiter. Und worauf will ich heute genau hinaus? Es geht darum, dass wir viele Tomatensorten aussehen und dazu habe ich mir viele Sticker gestern, also vorgestern geholt, habe die gestern Abend noch alle mühselig beschriftet. Also um das dann mit euch auszusehen, was ich heute vorhabe. Heute kommt die australische Baumwolle, wie ihr ausseht. Die Folterpflanze, tatsächlich Folterpflanze. Kommt auch aus Südamerika, ist ein etwas größerer Strauch, den sehen wir gemeinsam aus. Dann, was ganz gut ist, die Inkanus ist die Wunderpflanze aus Südamerika, ist eine große ranke Pflanze, deren Frucht Hülsen sehr, sehr an Sternanis erinnern. Also es sieht toll aus. Und um diese Inkanus aufzuweichen, muss ich die gestern in Schmirgelpapier aufrauen. Und habe die gestern dann eingeweicht in Kamillentee. Kamillentee hat eine desinfizierende Wirkung, also eine fungizierende Wirkung, das meine ich. Also damit eure Samen zu 95% sicher aufgehen, ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, die ich immer in Betracht ziehe. Genau. Und wie gesagt, habe ich jetzt hier ein paar Schilder dann aufgestellt, das werde ich euch dann zeigen. Ich werde dann das Stativ runtersetzen. Genau, dann wollen wir mal loslegen. Das kann jetzt ein bisschen mühselig werden, weil man muss sich ja alles hier zusammenordnen. Und diese Riesensonnenblume, die King Kong Sonnenblume, die wird tatsächlich 4,50 Meter bis 5 Meter, habe ich gelesen im Internet. Dann wollen wir mal sehen. Also mein Boden ist ja sehr, sehr gut. Das muss ich mal wirklich gestehen. Das kann durchaus dann auch wieder was werden, wie im letzten Jahr. Das habt ihr gesehen mit der Sonnenblume, die bei mir schon, ach, die ist ja schon weit rüber geragt. Ja. Genau, damit ihr Bescheid wisst, das werden wir es gemeinsam in der Praxis ausüben. So, jetzt bin ich gerade dabei, das Stativ ordentlich runter einzustellen, dass man halt viele Sachen ganz gut sehen kann. Gleich hätten wir es auch. Es ist so tief, dass es dann gleich funktioniert. So, genau, sieht man fast nur noch den Heizkörper. Genau. So, jetzt. Damit man es dann halt auch bewegen kann. Ich muss nur kurz gucken. Ja, ich mache kurz Stopp, das dauert dann zu lang. So, jetzt sind wir doch drauf gekommen, auf den sogenannten Kanal. Also das sind die Sonnenblumen. Nicht wundern, die sind ein bisschen zu schnell gewachsen, aber jetzt, nachdem ich die Haube abgenommen habe, geht es der Riesensonnenblume, wie ihr da sehen könnt, King Kong. Ganz gut. Also ich bin halt sehr stolz. Die Samen sind vor einer Woche schon aufgegangen. Also ich habe die auch ins Wasser eingelegt. Also reingemacht. Also hier dieses fungizierende, diesen Tee da halt. Und das klappt tatsächlich. Also es sind mehr als 80% der Kerne schon mal bis jetzt aufgegangen. Ja, sehr zuverlässig. Genau. Und damit ihr schon mal Bescheid wisst, die Riesensonnenblume, das läuft. Ich werd ein paar Pflanzen auf jeden Fall in den Garten setzen. Das steht auf jeden Fall schon mal nicht zur Frage. Und werde ein paar andere dann später verschenken, weil wegen der Größe und der Masse, die zunehmen. Ja, das kann man sich meistens gar nicht so vorstellen. Aber genau, da seht ihr, ich habe die noch gestern, also weil die ihre halt nicht selber abgestreift haben, ihre Kapseln, halt die selber vorsichtig abgezogen. Und jetzt werden sie grün. Gestern waren die Sämlinge noch gelblich, jetzt sind sie aber schon grün geworden, ja.
Das, genau, wäre das mit den Sonnenblumen, was ich zeigen wollte, auf jeden Fall. So. Und die Jackfruit, sie kommt tatsächlich jetzt überall raus. Also sie stößt. Hier, ich habe so das, um dem Schild zu markieren. Die Jackfruit, die ist halt mit den Tomaten zusammen jetzt aufgegangen. Hätte ich doch mehr Geduld gehabt, hätte ich die Tomaten hier nicht ausgesät. Aber Pustekuchen. Jetzt habe ich Tomatensamen, von denen ich nicht genau weiß, von welcher Sorte. Deswegen nenne ich das mein Überraschungspaket an Tomaten, die sich hier entwickeln. Und genau hier kann man halt sehen, ich guck gerade mal. Ja, ihr könnt die sehen. Hier eine Jackfruit. Hier eine Jackfruit. Die sind alle nach einem Monat jetzt gekommen, tatsächlich. Hier eine, die heute sich rausgestoßen hat. Jackfruit. Ich guck gerade mal, ob ihr das sehen könnt. Ja, da. Genau. Und hier Jackfruit. Jackfruit kommt aus Malaysia, also Indonesien, in der Ecke da. Und ist ein ganz großer Baum, über 30 Meter, der riesengroße, dicke, fette Früchte hervorbringt, die 10 Kilo oder noch schwerer werden können. Genau. Und das hat mich halt interessiert, die mal auszusehen. Und das hat funktioniert. Hier sind sogar zwei Jackfruit gekommen, also in einer Schüssel da. Genau. Hier hätten wir so eine Süßkartoffel. Die habe ich mir einfach mal just for fun reingelegt und werde die mal dann später auf jeden Fall auch in einen Topf umpflanzen, damit die schon große Süßkartoffeln produziert. Auf der anderen Seite kann man Folgendes sehen. Ich gucke gerade mal. Hier ist, ich weiß nicht, ob man das ganz genau sehen kann. Hier diese kleinen Pflänzchen, diese Pünktchen da. Das ist tatsächlich Tabak, Rauchtabak, echter. Der ist tatsächlich eine Woche danach aufgelaufen. Und ja, bis jetzt leben einige Pflanzen noch, aber ich kann halt nicht garantieren, dass sie es dann schaffen. Bis im April, das ist halt das Ding. Ich bin froh, dass die Bedingungen halt immer besser werden, dass es halt immer mehr möglich ist, dass es funktioniert. Genau, das wär's zu dem. Und danach geht es dann gleich los mit der Aussaat. Rizinus, da hat sich wieder auf jeden Fall stark was verändert. Ja, muss ich jeden Tag wässern. Ja. Also trocknet dann schnell aus. So. Hier könnt ihr ihn sehen, Rizinus communus. Ja, sie sind halt, wie soll man sagen, hochgegeilt. Also die hier hat sich jetzt mittlerweile gefangen. Seitdem ich ihr die Blätter da abgestreift habe, ist die jetzt nicht mehr so schnell am Geilen, ja, gewesen. Und die hier, es scheint sich gesund zu entwickeln. Also ich habe ihr auch die Samenkapsel abgestriffen und die Blätter sind auch schon gut zu erkennen. Also ich kann nicht genau sagen, ich hoffe, dass einige Rizinuspflanzen überleben. Ich habe ja mehrere ausgesät. Und ja, ich weiß, so sollte es nicht in der Natur sein, dass sie so hoch sind, das stimmt. Das sehe ich ein. Und bei den Tomaten ist das genauso. Aber die geilen seit ein paar Tagen nicht mehr. Das ist schon mal für mich ein guter Ansatzpunkt, dass die es vielleicht schaffen könnten. Ja, das ist, man spielt mit dem Feuer sozusagen. Man kann nicht genau sagen, ob es funktioniert, aber wir geben unser Bestes. Ja. Das kann man eigentlich nur so sagen. So. Dann der Tomatenüberraschungsmix. Hey, Leute, gut, dass ihr dabei seid. Jetzt kommen alle hoch. Ja. Gestern war es noch nicht. So. Aber da sieht man, die Wärme vom Heizkörper hat es wahrscheinlich bewirkt. Guckt euch das an. Das müsst ihr sehen. Das ist nämlich alles frisch. Und das hier sind richtig alte Tomatensorten. Also das sind 16 alte Tomatensorten, die hier hochkommen. Ich glaube, ich werde das sogar das Telefon mal abnehmen, damit ihr das besser sehen könnt. So. Jetzt könnt ihr es nämlich etwas besser sehen. Ja, das Licht ist noch nicht ganz so. Nee, genau, also das ist toll. Also da kommen auf jeden Fall ein paar schöne Sorten hoch.
Das gefällt mir. Ich hoffe, dass dies Wesen diesmal richtig schaffen. Weil die sind ja jetzt gekeimt, das ist wo die perfekte Zeit ist, eigentlich auch um Tomaten auszusehen, ja. Also wenn man das mal so sagen kann, genau. Sie sind schön am Auflaufen, frisch, werden also im Laufe des Tages halt richtig noch rauskommen, wahrscheinlich als kleine Pflanze. Ja, genau, und dauert noch ein paar Sorten sind noch nicht zu sehen, aber wenn der Rest noch hochkommt, bin ich zufrieden. Das wollte ich euch auch sagen, das ist der Überraschungsmix von alten Tomatensorten. Aber bei der, wo wir das jetzt aussehen, wird das anders werden, Leute. Da werde ich auf jeden Fall das alles mit euch markieren und abstempeln, dass ihr das halt nicht vergesst, genau. Und es ist halt eine Menge los. Ich mache mal kurz Stopp, um das vorzubereiten. Ja, es geht nur so, dass man das dann halt so machen kann. Ja, genau. Ich sag einfach mal alles, was wir da in den Boden machen. Oh je, ja, ich habe so viele Sorten aufgeschrieben. So. Lohnt sich. Ich stecke einfach schon mal die Stecker ein und damit das Video noch nicht ganz so lang wird, mache ich kurz mal einen Stopp. So, Leute, da bin ich wieder. Anstecker sind drin. Und ich sag euch, welche Sorten auf jeden Fall da reinkommen. Erstens die blaue Ananastomate vorne. Genau. Dann die Purple Calabash. Das ist eine große, sehr alte Tomatensorte. Ist wunderschön. Eine Falschtomate. Dann eine schwarze, kleine Tomate, das ist nicht groß. Dann die Sascha Inchi aus Südamerika, die Nuss, die zeige ich euch auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und die Folterpflanze, die australische Baumwolle ist hier. Die Cherry-Tomate Anto Yellow, Tomate Edith Bernhard, Cherry-Tomate, also mexikanische Honigtomate, die ist für mich ein sehr großer Favorit. Die Fleischtomate Black Crim, Tomate SGT Papers, Fleischtomate Great and White, ukrainische Fleischtomate, Tomate Black Red and Boar, also so heißt die Sorte. Dann die Vogelschnabelblume, dann die Tomate Ananas Zebra, ist eine Fleischtomate, und RAF Supreme. Marmade, also Mermande, genau, ist auch eine sogenannte Fleischtomate und Tomate Martina, genau. Und jetzt zeige ich euch mal die sozusagen Zaubernuss, also diese sozusagen Wunder. Gucken wir mal. Das sind sozusagen die Samen davon und diese Nuss setzen wir ein und ich bin mal echt gespannt, wie die später aussieht. Die soll halt zu 100% keimen, hat er gesagt, wenn man das tut. Wir werden dann mal das. Ich mache mal dann ab und zu ein bisschen Pause, damit wir das alles zusammen verfolgen können. Also damit es halt nicht so lang dauert, sonst, ihr wisst, wenn man Pflanzen anbaut, also mit euch zusammen, das kann dann ewig dauern. Ja, ich lege da noch ein bisschen Erde drauf. Und genau, jetzt mache ich Stopp und lege dann weitere Samen ein. Und zum Ende mache ich ein oder zwei, wenn ich schon mal so weit bin. Also mit der Auslegerei. Und genau. Ja, ich werde dann eine große Tüte drauflegen, weil hier diese schöne Abdeckfolie ist nicht groß genug dafür, um die Feuchtigkeit halt zu erhalten. Das ist erstmal ganz wichtig. Ja.
Also ich bin dieses Jahr besonders scharf auf Aussaaten. Also ich war da schon immer, aber jetzt ist es halt schlimmer geworden. Ja. Genau, bevor ich jetzt den Cut mache, kann man sehen, dass hier die Baumwolle sich, das ist die australische Baumwolle, dass die tatsächlich schön voll gesogen hat und die auf jeden Fall jetzt zur Aussaat gebracht werden muss, genau wie manche andere. Ja, dann bis gleich. So, jetzt bin ich bei der Cherry-Tomate Anto Yellow. Ich habe schon fast alle so gut ausgesät. Hat ein bisschen gedauert. Aber gleich haben wir es. Genau. Also genau, hier sind die Samen, die lege ich dann. Genau, wo war das nochmal? Anto Yellow war. Hier. Anto Yellow ist hier. Mache ein bisschen Platz. Dann kommt das Saatgut rein. Schwupps. Mache ich ein bisschen so. Das reicht in der Regel aus, dass die dann schon dunkel liegen. Dann kommt die Edith Bernhardt. Gucken wir mal. Ja, die sind ein bisschen kleiner wie ich sehe. Ja, sie sind deutlich kleiner. Aber das ist, dürfte uns aber nicht aufhalten. Ja. Genau. Das ist gut. Edith kommt hier. Und das mache ich kurz Stopp, um euch die restlichen Samen zu präsentieren, sonst wird es halt noch länger das Video. So, um beide Sorten zu zeigen. Das ist einmal die Vogelschnabelblume und die Folterpflanze. Und die sehen wir dann aus. Aber das wird auch wieder zu lang dauern. Deswegen cutte ich das gerade das Video die ganze Zeit, weil das dann sonst zu lang wird. Genau, dann bis gleich. So, das Ganze ist dann so, wie wir es immer gehandhabt haben. Dieses Schild ist extra für die Tomatensorten, wo ich nicht weiß, was es einmal genau nochmal wird. Genau. Ja, also Folterpflanze ist eingepflanzt und die andere auch. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Obwohl wir nicht so viel Zeit leider heute miteinander hatten, aber das ist nicht ganz so schlimm. Es kommt Zeit, na gut, Zeit haben wir schon. Also, um das halt alles festzuhalten für euch. Und genau, wir sehen uns dann auf jeden Fall in einem der nächsten Videos wieder, was ich hoffe. Und lasst euch nicht ärgern, auf jeden Fall. Genau, das ist ganz wichtig. Ja, mal gucken, wie es einfach weitergeht. Im Moment machen wir lieber sowas als das, was wir momentan leider im Fernsehen sehen. Da kann man sowieso nichts machen. Akzeptieren und ja, daran arbeiten. Genau. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bis dahin, euer Nikos Pflanzenreich. Passt gut auf euch auf und abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich mache wieder ein neues Video, wenn es wieder neue Ergebnisse gibt. Ciao.